Halt doch rum, ihr Noobs. König Jarolek. Gut, euch wiederzusehen, Dragobastel. Ich werde nicht vergessen, wie wir seit an Zeit in der großen Schlacht bei Rivachek kämpften. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Aufgaben. Nee. So, am besten kämpfen wir weiter gegen diese Banditen. Hauptmann, nichts für ungut, aber ich habe die Nase voll von der Schawi, die sich aufführt, als sei sie besser als ihr Ergebner Diener Bocher. Sie ist eine gewöhnliche Bandit, genau wie ich, und sie hat kein Recht mir zu befehlen, mich von ihr wegzuhalten, wie sie es gerade tut. Okay. Für ihn, gegen sie. Die habe ich schon genug gelobt. Mehr will ich ja nicht. So, schauen wir mal. Haben wir hier ein paar. Okay, die sind wirklich am Angreifen. Wachtrupp. Ja, ihr habt doch keine Chance gegen die. Ja, jetzt hauen sie ab. Ui, das sind viel. Oh, das sind viel. Das sind viel. Komm. Ach komm, wir gehen einfach durch. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Puh. Die sind schnell. So. Rebeche, wo ist Rebeche? Wo ist Rebeche? Ah, da. Ja, das ist klar. Tundra-Banditen. Okay, noch kurz befördern. So, jetzt. Kampf. Ja, die haben keine Chance. Da haben wir schon einen Waffenknecht, cool. Ich glaube, das sind die stärksten, oder? Ist Ritter oder Waffenknecht stärker? Weiß jetzt nicht genau. Aber vor allem sind das die zwei stärksten von Swadien. Von den Reitern. Und wahrscheinlich auch die stärksten Reiter vom gesamten Spiel. Sie sind leider ein bisschen teuer und langsam. Und die Kanatkergider Reiter haben Speere, also bessere Waffen. Aber ich mag lieber diese. Ich will edle Ritter haben. Keine Banditen. Steppenbewohner. Ist nicht gerade so gut, ohne Waffen zu kämpfen. Nass, Nissar ist auf Stufe 4 aufgestiegen. Cool. Tja, ja, dieser Stein ist ein bisschen im Weg, man sieht es. Yay! Stufe 7. Prima! Yippie! Juhu! Tss. Nicht gut. Nomadenbogen. So. Mein Herr, ich hoffe, ihr vergebt mir für meine kühne Rede, aber meiner Meinung nach kennt Mani den Kaufmann und seinen Stand nicht. Während des letzten Gefechts schnitt er mir den Weg ab, um meinen Feind anzugreifen, den ich für mich selbst ausgesucht habe. Sag Mani, dass ich euch an dieser Stelle unterstütze und dass er seine Zunge hüten soll. Gut, dann haben wir hier Nissan zum Leveln. Habt ihr noch ein paar schlechtere Sachen? Dann kannst du den guten Helm haben. Einen Schild haben wir leider nicht.
So, was bist du, Intelligenz? Anführerschaft brauchen wir nicht, Inventar auch nicht. Ah, du bist der Kämpfer. Dann hier Stärke und Schild. So. Gut, und dann haben wir. Anführerschaft wäre gut. Metallverwaltung. Wegfindung brauchen wir nicht. Überzeugungskraft brauchen wir auch nicht. Gefangenen Inventarverwaltung. Intelligenz. Charisma. Ja. Was sollen wir machen? Wir machen noch ein bisschen auf Charisma, dann können wir hier Anführerschaft aufleveln. Und wir Skin nochmals Bogenschützen. Bogenschießen und hier auf Zweihandwaffen. So. Dann speichern. GBX-Banditen ist gut. Auch wenn es keine GBX-Banditen sind. Tundra-Banditen, nee. Lieber die wichtigen Seeräuber, da. Ja, ja. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Bogen schießen wieder. Kommt ihr? Dort hinten sind noch ein paar. Oh, schöner Himmel. Aua, der hat riesige Reichweite. So, und diese haut noch ab. Aber keine Chance. Oh, yeah. Mein Herr, ich habe ein paar Worte mit der Schiri gesetzt, als wir die Schlachtbeute aufteilten. Bitte teilt ihr mit, dass sie, wenn sie mit mir spricht, mich Baron oder vielleicht... Ja, ist gut. So, fertig. Lasst sie in Ruhe. 24 ist ein bisschen viel. Aber wir haben sowieso eine gute Überlegenheit. Dann, wie ihr wünscht... Ergebt euch oder sterbt, wie ihr wünscht. Beides? Okay. Okay. So, blödes Mikrofon wieder. Ah, dann habe ich mich gewöhnt. Es will halt nicht sagen, wie ich will. Ja, was machst du jetzt? Diese Aussetzer. Ja. So. Ja, völlig
auf, so ist gut. Das Headset zerfällt förmlich. Es ist immer locker und dann fällt das Mikrofon runter und da ist mir. Ach komm. Yay. Die Rodox-Veteranen-Sperrträger sind richtig gut. Okay. Einen getötet, einen verwundet. Hui. Nomadensäbel. 27, 28. Wenn wir eine richtig gute Zweihandwaffe haben, dann können wir auch Zweihand-Ding leveln. Aber so bringt es jetzt noch nicht. 10. 9. Ja, Stärke ist jetzt noch nicht so. Das war. Mein Herr, ich wollte euch nur mitteilen, dass Bocha zwar ein rauer Gesell sein mag und bestimmt auch ein vermittelnder Schurke, aber ich bin stolz, ihn als Kameraden zu haben. Wenn ich mir seinen letzten Kampf so ansehe, muss ich sagen, dass ich ihm jederzeit vertrauen werde, obwohl ich dabei eine Hand auf mein Geldbeutel ließe. Sehr gut. Okay. Nächste Seeräuber. Today the gods will decide your fate. Wir werden sehr ruhmreich sein. Viel Ruf bekommen. Ich benutze noch den Bogen. Wir haben ja den neuen Bogen, der soll eigentlich stärker sein. Die Eide stecken immer fest. Ach, keine Chance. Ich könnte gleich aufgeben. Oh, fett. Nein, nicht der Waffenknecht. Oh mein Gott. Heiler, mach doch mal ein bisschen besser. Yay. Wir machen Piercings. Schade, der Waffenknecht, aber das ist doch egal jetzt. So, der Ferentis hat noch ein Level Up. Auch recht gut. Und wir werden nämlich stärker. Plus 1 auf Schaden, cool. So. Und ein Schild. Prima. Gut, dann haben wir den Ferentis. Den müssen wir was leveln. Athletik und Reiten. Kann der nicht irgendwas noch nehmen? Der hat Wendigkeiten. Dann, was ist gut bei Wendigkeit? Plündern.
hast du Stärke und dann auf Eisenspate. So. Jo, und Eladen, du musst mal ein paar bessere Sachen haben. So. Nix gut. Kann nichts tragen. 33. Und ja. So. Dann machst du mal zwei Handwaffen. Okay? Also. So. Der Eladen Stärke. Eisenschwade. Und hier zwei Handwaffen. Haben wir alle. So, Rivachek.